Die Klasse 5a vom Beethoven-Gymnasium macht heute einen Ausflug ins Beethovenhaus. Willkommen im Beethovenhaus. Hier wurde Beethoven 1770 geboren. Doch als sie dort angekommen sind, entfernen sich Edmund, der sich lieber Eddie nennt, und Lea von der Gruppe, als sie Klaviermusik hören. Sie folgen der Musik und gelangen an ein Porträt, wo Beethoven zu sehen ist. Das Bild spricht plötzlich zu ihnen. Fasst das Bild an und gelangt durch eine Zeitreise zu mir. Mehr sagt er nicht. Die Kinder sehen sich an, fassen das Bild an und werden durch einen Zeitstrudel gezogen. Sie stehen vor einer Tür, wo Klaviermusik herausdringt. Lea guckt durch das Schlüsselloch und sieht Neefe, den Klavierlehrer von Beethoven. Sie sieht auch Beethoven mit anderen Schülern. Falsch, mach's nochmal richtig. Okay, so ist gut. Neefe sagt zu seinen Schülern: Nächste Woche kommt Haydn in die Stadt. Er lädt den besten Klavierschüler nach Wien ein, also strengt euch an. Währenddessen träumt Beethoven vom Vorspiel und von Wien. Beethoven, sein Lehrer und andere Schüler verlassen den Raum. Es bleiben jedoch zwei Schüler unbemerkt im Raum. Lea und Eddie schauen unbemerkt weiter durchs Schlüsselloch. Der eine Schüler namens Rolf von Eulenstein sagt: Findest du nicht auch, dass dieser Beethoven noch so klein ist und trotzdem besser ist als wir? Hast du eine Idee, wie wir ihn aus dem Weg schaffen können, Igor? Ja, wir könnten ihn vergiften, aber wie? Genau, auf dem Markt gibt es doch diese alte Kräuterfrau. Gesagt, getan. Igor und Horst von Eulenstein laufen auf den Markt zu einer alten Frau, die Kräuter verkauft und... Schöne Kräuter, ruft. Igor flüstert: Ein Vergiftkräuter, bitte. Wie viele? Vier. Hier hast du sie. Währenddessen planen Lea und Eddie, in die Gegenwart zu reiten. Eddie sagt: Oh nein, was sollen wir jetzt machen? Wir müssen Beethoven helfen. Mein Opa hat doch eine Apotheke, da gibt es bestimmt ein Gegengift und damit können wir ihm helfen. In der Gegenwart angekommen, rennen sie sofort zu Leas Opa in die Apotheke. Lea und Eddie schleichen sich rein und nehmen eine Flasche aus dem Regal, auf der Gegengift für alles steht. Das hier muss das Richtige sein. Das ist nämlich Gegengift für alles. Damit können wir ihn sicher retten. Ja, komm, wir nehmen es schnell mit. Wieder zurück in Beethovens Zeit laufen sie schnell zu dem Zimmer, in dem Ludwig, Horst und Igor gerade Tee trinken. Hier ein schöner Tee, den habe ich extra für dich gemacht. Danke, der schmeckt aber gut. Warum habt ihr das gemacht? Du bist wirklich zu dumm, um zu wissen, dass wir dich vergiftet haben. Lea und Eddie kommen ins Zimmer gerannt und rufen beide: Nein, trink das nicht! Lea und Eddie gehen näher an ihn ran. Ludwig liegt bewegungslos auf dem Boden. Sie denken, er wäre tot. Beethoven, wach doch auf! Das kann doch nicht sein. Er ist bestimmt nur bewusstlos. Sie geben ihm trotzdem das Gegengift. Ludwig bewegt sich erst nicht. Ich glaube, wir waren zu spät. Wie furchtbar. Ludwig kann doch nicht sterben. Er muss doch noch berühmt werden. Da plötzlich bewegt Ludwig sich doch. Eddie und Lea freuen sich. Ja, Ludwig lebt!
Ludwig. Hä? Was ist los? Ludwig bedankt sich bei den Kindern und schenkt ihnen Noten. Lea und Eddie, ihr habt mir das Leben gerettet. Ich bin euch so dankbar. Diese Symphonie habe ich für euch komponiert. Ich hoffe, sie gefällt euch. Oh, toll. Oh, toll. Eine Symphonie von Beethoven, extra für uns komponiert. Das glaubt uns keiner. Ludwig nimmt an dem Vorspiel bei Haydn teil. Das Publikum ist begeistert, alle auch Haydn klatschen. Fantastisch! Außer Mozart habe ich noch nie einen Jungen gesehen, der so jung schon so toll das Hammerklavier beherrscht. Ludwig, du bist ein echtes Wunderkind. Du sollst derjenige sein, der ein Jahr bei mir in Wien studieren darf. Lea und Eddie sind zurück in der Gegenwart. Sie stehen vor dem Bild und sehen sich dort mit Ludwig. Alle strahlen. Waren die Nachbarn auch mal auf dem Beethoven böse? Ja, klar, als der in dem Alter war von dir, hat der immer hier drüben bei den Nachbarn Hühnern, hat der immer von den Hühnern die Eier geklaut. Da war immer die Nachbarin sauer. Das stimmt. Lebt die Nachbarin noch? Nein, sonst wäre sie über 200 Jahre. Und die hätte hier gerade gekocht.